was an Stärke gewinnt. Und dann mal gucken, wie ich damit umgehen kann. So, einen Bogen hätte ich gerne. Kann ich vielleicht auch eine halb-halb machen? Oh ja. Shortbow reinforced draw speed 2,4, arrow speed 2,1. So. Gibt's da irgendeinen Unterschied? Nein. Ach, dann mach ich den so. Sieht schöner aus. So, dann kann ich das wegpacken. Und Bowstring kann ich auch wegpacken. Und dann gehe ich mal kurz raus, ein bisschen was. Oh. Da oben. Ach, der kann auch normale Pfeile schießen. Das finde ich mal gar nicht so schlecht. Und ja, mir fällt gerade ein, dass ich auch noch auf Peaceful spiele. Natürlich sollte ich das nicht machen, sonst wäre das Ganze ja nur halb so spaßig. So, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Da ist was. Schön. Da ist auch was. Und das war's. Ach, das andere dauert wahrscheinlich ein bisschen, weil ich die Löcher komplett ausgesaugt habe. Ja, schlecht, wenn man sowas macht. Egal. Immerhin habe ich oben den Extractor liegen. Der kann damit was anfangen. So. Oh, und der hat schon 40.000. Also scheinbar arbeitet meine Konstruktion hier schon was. Ist doch schon mal schön. So. Was wollte ich jetzt machen? Bei mir steht noch Jetpack auf der Liste. Mal gucken. Jetpack. Electric Jetpack. Was ist denn das? Ach, eine Badbox. Gut. Eine Badbox kann ich mal eben bauen. Advanced Circuit. Electronic Circuit plus Diamond plus Redstone. Diamanten habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nein. Kann ich den vielleicht auch anders bauen? Nein, schade. Den kann man nur so bauen. Gut. Dann, ja, was mache ich jetzt? Ich möchte ja schließlich ein Jetpack haben, um Höhlen zu erkunden. Als erstes nehme ich mir mal meine Ausrüstung mit, die ich brauche dafür. Das sind Rubber Sapling. Hier waren irgendwo meine Schweine noch unterwegs. Bevor ich mein Zeug. Da ist es nicht. Wo sind meine Schweine hin? Ah. So, dann die Schweine kann ich mal kurz oben braten gehen. Dann kann ich, zack. Kann ich das eigentlich mal wegtun? Sulfit, Opal, was das alles für ein Kram ist. Und ich weiß nicht, wofür man das braucht. Extreme Essence.
Okay. Extreme Essence. Und Usage, glaube ich. Genau. Diamond Seeds. Braucht drei Extreme Essenzen. Infused Coal. Was kann man damit noch machen? Emerald Seeds. Wither Skeleton Seeds. Okay. Diamond Helmet Infused. With Extreme Essence. Water Orb. Okay, scheinbar machen diese Extreme Essenzen Unbreakable. Infused Unbreakable. Ziemlich geilen Scheiß machen die scheinbar. Okay. Komm auf jeden Fall mal weg. Komm, lass mal da noch ein bisschen schmelzen. Hin und wieder. Ja, nein, Redstone kommt woanders hin. Flint, Bones. Er braucht schon Sticks. Rubberwood muss hier rein. So. Die drei Pfeile kann ich gut gebrauchen. Und Sulfur. Das kommt hier rein. So. Das kommt auch weg. So, jetzt habe ich hier alles schon mal und ja. Die Schaufel kann ich weglegen. Nimm mir die da. Dann. Das kann ich nicht weglegen. Das ist doch schon mal was. Das Schwert kann ich wegnehmen. Nimm mir die und die mit. Und eine Axt. So. So. Ach. Ja, es ist schon wieder. Ich verplemper viel zu viel Zeit mit irgendwas, was ich nicht brauche. Das geht gar nicht. So, das kommt weg, denn ich habe ja meinen Capsack. Wo ist mein Capsack hin? Ja, ich habe meinen Capsack dabei. Gut. Und ich habe meine. Bon. Ich habe meine. Ne, mein Fleisch oben vergessen. Und es hat zwar nicht am Brennen, weil ich natürlich das nicht drin hatte. Und schon wieder können wir das Ganze vergessen. Rubber. Bars. Komm mal hier rein. So, komm, drei Fleisch muss reichen. So, das Schwert sollte natürlich anstelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 liegen. So. Und jetzt. Hallo, erstmal. Genau. Jetzt gucke ich gleich erstmal, was die Turtle so macht. Oder ob ich mit der irgendwas anfangen kann. Ob ich die befreien kann oder so. Und vielleicht kann ich ja, wenn ich genügend Fackeln habe. Boah. So. Turtle ist da. Hier ist auch noch einiges an Zeug. Muss ich mal sagen.
Ja, die Frage ist, wie kriege ich das Wasser jetzt hier weg? Oh mein Gott, das fließt. Das fließt hier rein. Ja, super. Scheiße, jetzt habe ich mir... Ja, schön. Schön, so. Wie mache ich das jetzt? Quarz? Kann ich mal auf die andere Seite gehen und gucken, was da so schief läuft. Und dann kann ich da reingehen und ein bisschen abbauen. Oder ich meine einfach mal in eine neue Grube und stelle da meine Turtle hin und die soll da ein bisschen mal gucken, was sie findet. Wäre auch eine gute Idee. Mache ich jetzt auch am besten. Sonst verschwende ich noch mehr Zeit. Und Zeit ist Schneidezeit und das ist Freizeit und naja, ich mache das ja eigentlich nur aus Langeweile eigentlich. So, Junglewood. Ach so, das ist ein Ocelot. Gut,